Tja, manchmal guckt man dann halt eben in die Röhre, ne? Und wenn es nur die Waschröhre ist. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen hier bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und willkommen aus Tarascon-sur-Ariège. Ja, in dem Video sollte es eigentlich, und ich hoffe, das wird es auch, über die Route de Col gehen. Und da erzähle ich euch gleich nachher noch drin im Hümer ein bisschen mehr zu. Aber heute Morgen am Pass hat es fürchterlich geregnet, wie auch die ganze Nacht. Wir hatten Nebel bis weit runter, 15, 1600 Meter, zum Glück kein Schneefall. Und deshalb habe ich jetzt erstmal den Waschtag am heutigen Samstag mal vorgezogen. Ja, das bleibt nach 3 Wochen nicht aus, so viel Unterwäsche und hast du ja dann doch nicht dabei. Und die Handtücher kannst du jetzt auch mal mit durchwaschen. Meine Mikrofaserlappen waren auch komplett aufgebraucht, also wenn wir das Ding heute Morgen mal beschäftigen. Ist auch in einer halben Stunde fertig. Dann wandert es in den Trockner und dann ist gut. Ja, kurzer Rückblick. Im letzten Video waren wir ausschließlich in Spanien unterwegs. Wir hatten mittags die wunderbare Wanderung auf das Castel del Montgrí. Hoch war es ja noch einigermaßen in Ordnung, aber runter sind wir dann wie die Berggemsen den Abhang runtergerutscht. Wir hatten 2 schöne Stellplätze und gestern Morgen habe ich dann Sonja nach Barcelona an den Flughafen gebracht. Sie ist auch mittlerweile gut zu Hause angekommen und ich habe mir dann gestern Nachmittag noch den kleinen Zwergstaat Andorra angesehen. Ja, und im heutigen Video starte ich mit euch auf die Route Col. Das ist eine Aneinanderreihung von insgesamt 34 Gebirgspässen hier im Süden Frankreichs. Und die führt ursprünglich, also in der ursprünglichen Fahrtrichtung, vom Atlantik zum Mittelmeer. Das schaffe ich natürlich jetzt nicht. Ich fahre umgekehrt. Ja, ungefähr ein Drittel der Strecke habe ich ausgelassen, nämlich den Teil, der in unterhalb von Perpignan in Argelès-sur-Mer, glaube ich, startet und sich dann hochwindet hier bis nach Tarascon. Ja, macht die jetzt auch keinen Sinn, wieder zurückzufahren, um das Ganze dann komplett zu fahren. Aber wir haben jetzt bis zum Atlantik noch eine ganze Reihe an Bergpässen. Ich glaube, insgesamt sind es noch über 20, die jetzt noch kommen. Unter anderem auch der Col de Tourmalet. Und die Route Col ist insbesondere in Fahrradfahrerkreisen und Tour de France Begeisterten ein ziemliches Highlight. Und ja, ich hoffe, sie lässt sich mit dem Hümer einigermaßen fahren. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und wer das Ganze unbedingt mit dem Fahrrad fahren will, noch der Hinweis. Insgesamt sind es 16.000 Höhenmeter. Alles erledigt. 2 Maschinenwäsche, eine große, eine kleine und 2-mal Trockner. Das ist okay. 20 Euro. Ich habe mir natürlich bei der Wäsche Weichspüler gegönnt für 1 Euro. Nee, das ist in Ordnung. Da kannst du jetzt nicht für heimfahren und es da waschen, ne? So, der virtuelle Beifahrer ist auch bereit. Das ist nämlich ein ziemlicher Zickzack, diese Route Col. Ah, die werden wir nicht an einem Tag fahren, ne? Also da lassen wir uns ein bisschen Zeit für. Oh,
What heaven bleed will make it back to the sea. And I'm aiming for your heart. I believe I hold the chart. So I say one, two, three, give me your love again, again, again. So, den ersten Pass hätte ich geschafft. Porte de l'Air. 1517 Meter, aber das könnt ihr ja selber lesen, das muss ich euch ja nicht vorlesen. Ja, ihr habt es gesehen, war nicht ganz ohne. Fast durchgehend einspurig, ziemlich üble Haarnadeln drin. Ja, uns ist natürlich jetzt ab der gewissen Höhe dann noch schon wieder am Regnen. Ne? Naja, egal. Jetzt geht es hier wieder runter ins Tal und dann habe ich die nächste Etappe. Die wäre dann in Saint-Giron. Und da gibt es eine Gastankstelle. Da muss ich auch noch mal halten. Ja, zum Glück hatte ich nur ein oder zwei Autos im Gegenverkehr. Dann ist das alles in Ordnung. Ja, ich muss selber mal überlegen, ob das jetzt Sinn macht, in den nächsten Tagen die geplante Route weiterzufahren. Wenn das Wetter sich jetzt nicht wirklich bessert, dann stehe ich auf den nächsten 19 oder 20 Pässen genauso im Regen. Drohnenaufnahmen sind dann auch nicht möglich. Sowieso diesen Urlaub viel zu kurz gekommen durch den verdammten Mistral. Ja, mal schauen. Also landschaftlich ist das hier grandios. Ne? Da so viele Wasserfälle, wie hier links und rechts runterkamen. Mein linker Arm war dann zeitweise auch ein bisschen nass. Kommen immer wieder Anfragen, ob man die Routen, die wir fahren, ob man das nicht irgendwo runterladen könnte. Sorry, Folks, da habe ich tatsächlich wenig Zeit für das auch noch irgendwie zu programmieren. Also ich mache ja schon am Ende des Videos, kann man ja sehen, welche Route wir gefahren sind. Aber das Ganze noch irgendwo über das Software laufen zu lassen mit einem Download, da fehlt mir einfach die Zeit zu. Also wie immer kann das die Kamera in keinster Weise einfangen, wie steil das hier runter bzw. von der anderen Seite hoch geht. Ne? Also ich bin ja kein Fahrrad-Experte, ne? Aber was die armen Teufel hier Jahr für Jahr bei der Tour de France erleiden müssen bei den Bergetappen. Alter Schwede. Da bin ich mit dem Wohnmobil schon am Schwitzen, ne? Und ich kann hier auf Ledersitzen wird gemütlich machen, ne? Und du machst hier auf den Straßen auch keine Meter, ne? Also ich fahre jetzt über den Tag gerechnet einen Schnitt von 32. Das heißt, hier bei den Bergetappen fahre ich vielleicht mit dem Wohnmobil einen Schnitt von 20, ne? Also da muss ich mal morgen Abend überlegen, ob ich wirklich alle 20, 22 Pässe mache. Und so schön die Automatik auch ist, ne? Selbst in der manuellen Schaltgasse, zweiter Gang bergab, keine vernünftige Motorbremse wie beim Schalter.
dreht direkt hoch auf 3.000, 4.000 Touren, wird immer schneller. Das heißt, du stehst auf der Bremse permanent. Bergabfahrassistent hat der auch nicht, der Sprinter. Und hier geht's richtig runter. Ja, die ganze Region hier ist auch bekannt für ihre Thermalquellen. Das war heute Morgen schon ganz früh, als ich durch Axletherm bin. Und das ist auch eigentlich der geschichtliche Hintergrund hinter der Route Col. Die hat Kaiser Napoleon III. Irgendwie ausgangs des 19. Jahrhunderts, 1897, glaube ich, ins Leben gerufen, um diese ganzen Thermalbäder hier unten im Süden Frankreichs ja, touristisch zu erschließen und alle miteinander irgendwo zu verbinden. Und ja, so ist diese Route Col entstanden. Heute nutzt man die halt Jahr für Jahr für die Bergetappen der Tour de France. Ne? So, kommen wir mal zum Gastanken. In Frankreich würde ich vermuten, ist das der hier? Hm? Warum sich da nicht mal auf ein einheitliches Ding einigt, ne? Ist mir auch ein Rätsel. So, und jetzt wie immer. 99,7 und das Füllen von Gasflaschen ist hier verboten. Ja, 30,5 Liter, immerhin. Jo, jetzt habe ich einen Pass geschludert, nämlich den Col de la Cor. Oder Cor, wie auch immer. 1395 Meter. Da hätte ich aber hinten links abbiegen müssen und ich wollte jetzt hier in Saint-Girons Gas tanken. Ich brauchte AdBlue. Habe ich alles mal gemacht. Da habe ich da drin auch überlegt, holst du einen 5-Liter Kanister AdBlue oder holst du einen 10-Liter Kanister AdBlue? Der hat den 10-Liter Kanister weggesoffen, als ja, Flop weg. Ja, hier ist Saint-Girons, mit Sicherheit auch sehenswert, hat auch eine alte Zitadelle noch, eine alte Burg hier mitten in der Stadt. Aber heute ist man so nicht nach Bergdorf. Heute ist man eher nach schneebedeckten Bergen. Like a
Also Leute, ich bin, wie soll man das sagen, überwältigt. Also man kann mich ja schnell mit irgendwas begeistern, das ist kein Thema. Ne? Aber ich habe erstens noch nie so eine schöne Landschaft gesehen, so einen gesunden Wald. Klar, hier gibt es so gut wie keine Nadelbäume. Ne? Ausgerechnet, jetzt kommen ein paar Nadelbäume ins Bild. Aber sonst ist halt hier sehr viel Laub. Nichts hier so mit Borkenkäfern, ne, wie im Harz. Oder einfach schön. Es ist warm. Wir haben 19 Grad jetzt schon wieder hier in diesem Tal. Und ja, es ist natürlich einfacher, in die Alpen zu fahren. Kann ich ja verstehen. Alles gut. Ne? Aber ich mache immer auch ein bisschen Werbung mal so für alternative Reiseziele. Das kann auch mal die Hohe Tatra sein. In Polen oder in der Slowakei. Das können auch mal jetzt hier die Pyrenäen sein. Traumhaft schön. Ja, und bis Perpignan, das sind von uns aus, ich glaube, 1200 Kilometer. Das haben wir exakt auch bis nach Ancona, ne, wo die Fähre abbricht, nach Griechenland. Das sind zwei Etappen à 600. Und dann bist du hier. Und ja, da gestern Andorra, das war schon heftig. Aber hier bist du echt mitten in Frankreich. Ne? Und ich glaube, Idylle ist das Wort, was ich gesucht habe. Ich glaube, da trifft es hier am besten. Und wenn ihr einen Geheimtipp hören wollt, ich glaube, das hier im Herbst, da brauchst du nicht zum Indian Summer nach Kanada. Aber wenn hier gleich irgendwo ein Schild kommt, Auenland. Würde ich mich nicht wundern. Ne? Oder so ein paar Hobbits hier irgendwo in den Gärten. Irre. Das Bremsen quietschen immer dann, wenn ich die Bremse löse, geht man mittlerweile richtig auf den Sack. Da wird nach dem Urlaub der liebe Dietmar mal drauf gucken. Oder je nach dem Urlaub achsweise tauschen. Und ja, mal schauen. Entweder machen wir nur die Belege oder machen direkt alles zusammen. Macht wahrscheinlich eher Sinn. Da brauchen wir jetzt noch viel Fantasie, um die Schrift zu erkennen. Aber ich bin oben und ich habe diese Auffahrt hier hoch tatsächlich mal beide Hände gebraucht. Also, puh, die war klasse und es war eine weise Entscheidung, mit der Fahrt zu warten, bis die Chefin zu Hause ist. Weil das war nicht gut. Obwohl, ich komm mit ihr mal nochmal hier hin im Herbst. Ich glaube, das ist eine Reise wert. Also, irre. Ja, guten Morgen hier vom Skigebiet Omurti. Den Parkplatz hatte ich hier heute Nacht alleine, weil hier ist natürlich die Saison vorbei. Tja, und bis die Wanderer hier aufschlagen, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, es kam gestern Abend so, wie ich erwartet hatte. Ich war gerade hier angekommen, hatte die Drohne fertig gemacht und dann fing es an zu regnen und hat aber dann wirklich die ganze Nacht geregnet bis heute Morgen irgendwann um 5. Ja, das heißt, ich habe dann gestern Abend noch ein bisschen Video geschnitten und dann nicht mehr allzu viel gemacht. Ja, jetzt warte ich eigentlich auf Sonne. Das sieht im Moment nicht gut aus. Ich habe aber andererseits jetzt keine Lust, hier noch bis heute Mittag zu warten. Das heißt, ich fahre jetzt mal los, runter ins Tal. Und dann geht es heute weiter auf der Route Coll. Wir haben heute eine kleine Etappe nochmal in Spanien zu fahren. Und dann geht es auch wieder nach Frankreich zurück. Und dann arbeiten wir uns heute ganz langsam weiter in Richtung des Col de Tourmalet. Das ist eigentlich mein Ziel für heute.
Mal gucken, wie weit das ist. Ich habe da noch so keinen Plan. Also, starten wir. Hier ist von dem Schild nichts mehr zu erkennen, ne? Das ist nämlich der Col de Portillon. Col du Portillon, Entschuldigung. War jetzt unspektakulär, ne? Habt ihr gesehen? Breit, zweispurig, Leitplanken, ne? Also. Nebelgrenze beginnt wieder exakt bei 1500 Meter. Wenn du den Wind mal brauchst, ne, kommt keiner. Tja, dann genieße ich jetzt mit euch gemeinsam die Aussicht hier oben auf dem Col. Ein Grund mehr, hier auf jeden Fall noch mal hinzukommen. Das obligatorische Col-Schild gibt es hier oben nicht. Krayo kann es filmen, ne? Ja, hier im Ort wird schon tüchtig Werbung gemacht für die Etappe der Tour de France hier am 14. Juli.
Ja, und hier von den Pyrenäen geht es ja dann runter an die Côte d'Azur. Und in Nizza ist ja dann, glaube ich, eine Woche später oder 10 Tage später dann der diesjährige Zieleinlauf. Und ich glaube, dieses Jahr werde ich mir zumindest mal die Pyrenäen-Etappen mal angucken. Mal mit dem Finger drauf zeigen und sagen, da bin ich mit dem Wohnmobil lang. Und jetzt gehen wir mal auf den Pass. Ja, ich glaube, zu den Drohnenaufnahmen muss ich nichts mehr sagen, ne? Wow! Zum Glück ist der Nebel, sind die Wolken weg. Also, die Wolken nicht, aber der Nebel. Also, ja, Hände und Kameras zu wenig, um das bei der Rauffahrt alles zu filmen, festzuhalten. Und Leute, die Pyrenäen sind ein Hammer. Das hatte ich, hab das jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, das hatte ich so nicht erwartet. Der Vollständigkeit halber noch das Schild. Und ich glaube, da hinten liegt meine nächste Aufgabe. Bin mir aber nicht sicher. Ja, nächste Etappe ist der Col d'Aspin. Ich vermute mal, dass das da hinten die lustige kleine Straße ist, die da hinten den Berg hochgeht. Aber bevor es den Berg hochgeht, geht es den Berg runter. Ohne Leitplanken übrigens. Das sind die letzten beiden Ziele für heute. Wobei es zum Col de Tourmalet widersprüchliche Aussagen gibt. Also ich fahre jetzt erstmal den ersten an. Apple-Karten führt überhaupt nicht hin, weil sie sagen, es ist eine Sperrung.
Google Maps schreibt, könnte gesperrt sein. Egal, wir fahren mal gucken. So, das obligatorische Schild. Ja, Aussicht war auf dem letzten Pass schöner. Aber es hängt natürlich auch schon wieder viel in Wolken. Ne? Ja, da geht's gleich runter, aber erstmal eine Stunde Pause für Mensch und Material. Und erstmal einen Kaffee. Ja, das ist eindeutig. Aber wir gucken uns da mal an, wie weit man da kommt. Ob das wegen Schnee ist, das würde mich jetzt natürlich doch interessieren. Ne? Ja, also ich bin mal gespannt. Hier kommen mir dermaßen viele Autos entgegen. Und Schnee kann es nicht sein. Glaube ich nicht. Ne? Der letzte Pass hinter Andorra hatte 19,50 und da war überhaupt nichts. Der hier hat 2,1. Aber wie gesagt, hier kommen Autos runter. Naja, vielleicht machen die auch alle nur ein Türchen da hoch. Die Anfahrt hier hoch durch das Tal ist jetzt nicht landschaftlich sonderlich reizvoll. Ne? Junge, Junge, Junge. Ich hatte ja mit allem gerechnet, aber nicht mit einer halben Stadt hier oben. Oh, Gott, wie hässlich ist das hier links. Tja, hier ist richtig... Hier ist richtig gebaut worden hier oben. Ach, du dickes Ei. Guck dir das mal an hier. Oh, damit hatte ich nicht gerechnet. Gut, ich habe auch nie Tour de France im Fernsehen geguckt, ne? Also konnte ich das auch nicht wissen. Tja, die Skilifte sind noch alle außer Betrieb. Ich sag ja, hier ist kein Schnee. Alter Verwalter, guckt euch das mal da oben rechts an. Oho. Und das wird noch besser hier, guckt ihr da mal an. Ja, ist das schön oder? Keine Ahnung. So, und da kommen wir jetzt an die Sperre. Jo, dann werden wir mal drehen. Ne? Schade, das wirft natürlich meine ganze Navigation über den Haufen. Aber das hier schockt mich ja schon ein bisschen. Ne? Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Weil ich muss jetzt umplanen und da brauche ich ein bisschen Zeit für. Heute wäre hier eh nichts mehr passiert. Also Etappenziel und Ende des Videos war auch hier auf dem Tourmalet angedacht. Ich suche mir jetzt irgendwo ein Plätzchen für die Nacht und dann sehen wir uns im nächsten Video. Da geht es dann noch ein Stückchen weiter auf der Route Col. Wir haben noch den Pyrenäen Nationalpark. Da sind auch noch einige tolle Passstraßen zu fahren. Und dann arbeite ich mich langsam raus Richtung ja, Baskenland, Atlantikküste. Das wird dann im nächsten Video kommen. Und ja, ich denke, ist schon wieder lang genug. Ich hoffe, euch ist nicht schwindelig geworden von den ganzen Pässen. Bleibt gesund und wie gesagt, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin. Tschüss.